Ich bin der Domenico Francavilla, bin 26 Jahre jung, geboren in Leonberg, lebe in Leonberg und möchte auch noch in Leonberg bleiben. Siesta war halt schon immer ein Treffpunkt hier. Man wusste damals, hey komm, wir treffen uns 17 Uhr im Siesta. Du bist von der Straße weggekommen. Also wenn man im Siesta war, hatte man keine Möglichkeiten, Scheiße zu bauen. Ich hatte früher ein soziales Jahr hier im Siesta, war jeden Mittwoch da. Hab gelernt, mit den Kindern zu arbeiten, was beizubringen. Hab denen auch das Tanzen beigebracht. Weil da war in jeder Situation mal da, da war der Sturkopf, da war diese Heulsuse war dabei. Und es hat mir Spaß gemacht. Durch meine Arbeit sehr viel weitergekommen mit den Jugendlichen, haben neue Jugendliche kennengelernt und unterstützen sie heute noch. Heute hier im CGM-Büro beim Daimler Sindelfingen und ich zeige euch, was ich den ganzen Tag mache. Die Gewerkschaft habe ich kennengelernt gleich während der Ausbildung. Dort habe ich damals den Vertrauensmann gemacht und während dem Vertrauensmann haben die mich entdeckt und durfte den Jugendvertreter für die machen. Nach dem Jugendvertreter, die 2 Jahre, die ich gemacht habe, waren die von mir so arg überzeugt, dass ich dann die Möglichkeit bekommen habe, als Betriebsrat zu kandidieren. Ich bin der erste Jugendliche, der es geschafft hat, von 0 auf Platz 8 zu kommen. Nach den Wahlen haben wir es jetzt geschafft, stellvertretender Betriebsrat zu werden für die Gewerkschaft der CGM und betreue somit die ganzen Kollegen im Werk Sindelfingen. Genauso wie früher im Siesta macht es Spaß, Problemfälle und Leute zu unterstützen. Leute, die mit einem Problem zu mir kommen und dann mit einem Lächeln rausgehen, das ist besonders schön. Ich weiß, wie es ist, ganz unten zu sein und ich weiß, wie es ist, jemandem zu helfen. Also ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man nicht geholfen wird, wenn man in dem Moment, wo man Hilfe braucht. Und das gebe ich jetzt zurück, was ich damals erhalten habe und weiß, dass sich der Gegenüber es schätzen wird. Dann gab es die Geschichte mit dem Olivenöl, die ich dann begonnen habe. Das hat mein Opa mir hinterlassen. Als Hobby hat er Oliven gepflanzt, hat dann Olivenöl gemacht und für sich selber benutzt. Herzlich willkommen in Leonberg. Ich zeige euch meinen kleinen Geheimtipp für euch. Ich bringe euch heute ins Grüne Michel. Er hat die besten Speisen in ganz Leonberg. Wieso? Er kocht mein Olivenöl. Kommt mal mit. Und die Leidenschaft und dieses Hobby hat er mir übergeben. Ich in Deutschland aufgewachsen, wollte es dann in diesen deutschen Style bringen, mit Flaschen, Zertifikat und alles Mögliche. Und habe es jetzt seit einem Jahr auf mich. Ich habe eine eigene Firma damit gegründet und es läuft fantastisch. Mmm.